Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. In den letzten beiden Folgen haben wir ein wenig Blitzball gespielt und jetzt wollen wir uns endlich mal darum kümmern, nachzuschauen, was für eine Schnapsidee die Bürgerwehr denn hier ausgebrütet hat. Mit Seymour, den wir ja für total sympathisch und glaubwürdig halten. Was, ihr nicht? Komisch. Dabei ist Seymour doch so netter. Keine Musik? Okay. Oh. Woman. Fette Woman. Aber ich bleib dabei, Sinn ist groß. Waka is not amused. Curses! Ow! Trottel. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Bised. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Naja, Religion und so. Lassen wir das mal so stehen. Ich will jetzt keine tiefe Diskussion darüber entfachen. Hey, du. Beim Probeschießen ist die Kanone verrutscht. Ich habe wohl zu viel Schießpulver genommen. Ja. Dann nimm weniger. So? Wenn Sinn aus dem Meer auftaucht, werden wir ihn mit Kanonenfeuer festnageln. Da habe ich so meine Zweifel. In dem Moment, in dem Sinn stehen bleibt, pusten wir ihn mit den Albed Machina, also Maschina, weg. Sinn ist groß. Habt ihr den schon mal gesehen? Der ist so richtig groß. Also da ist Godzilla ja ein Baby gegen. Okay, was gibt's jetzt? Cutscene. Dramatische Musik. Ja, motiviert sind sie. Streicheln die das? Wie war das noch? Die brauchen die Monster, um Sinn anzulocken, ne? It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign. And it might mean defying Yevon. But the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever. And that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right. But I still think Mackinac bad news. They're forbidden for a reason. Oh, was ist da oben? Lady Summoner, there you are. Sieht nach einer dickeren Knarre aus. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Keenock? Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Moment, da stand gerade erst Primas Keenock und dann Sir Keenock. Was denn jetzt? Und du? Bis zur Mihen-Offensive bleibt nur noch wenig Zeit. Das Schicksal Spiras liegt in den Händen der Bürgerwehr. Erfüllt die Pflicht eines Soldaten. Heute werden wir Sinn besiegen. Jawohl! Ja, motiviert sind sie. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Oh, guck mal. Ist das ein Kind? Was macht das Kind hier? Bringt das Kind in Sicherheit. Hier geht gleich richtig der Punk ab. Oje, oje. Das ist ein Speicherpunkt. Benutzen wir jetzt nicht. Oh, wen haben wir denn hier? Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Oops, sorry. I forgot.
Ja, hier ist auch Ackermann, dem könnten wir jetzt noch Zeug kaufen, aber wie man sieht, zum doppelten Preis. Also nicht so. Und ich hab's ja schon mal gesagt, man braucht eigentlich so gut wie keine Items kaufen. The operation will begin shortly. Please check all your equipment. You alright? Of course not. I came here to fight Sin. But they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Just doing what they say? It just won't be enough. Das stimmt nicht. You'd think the same if you were me. So, merkt euch, dass wir das gesagt haben. Das hat nämlich tatsächlich Einfluss auf eine spätere Szene. Oh. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Oh, die kennen sich offenbar. Good to see you, Auron. 10 years, is it? Fanservice! That's Wen Kenok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the Crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kenok? Oh, yes. Proceed. That Kenok a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? Okay, die scheint sich nicht so sehr zu mögen. Also Auron scheint ihn weniger zu mögen, als er Auron mag. I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Ja, okay. Ich bin sowas von ready. Hey, Kimari. Okay. Na, wo ist er? Wo ist er? Ah, hier. Du? Nee, oder? Mit den antiken Maschinen verhelfen wir der Offensive zum Erfolg. Ach ja, ich habe ja die Albedsprache gelernt. Wir werden beweisen, dass das Verbot der Maschine ein Fehler war. Bestimmt werdet ihr das. Are you ready? Aber ich bin sowas von ready. So ready wird, readier werde ich nicht mehr. Maester Kenok, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Auron telling me. Sin is my old man. Sin is checked. Monster, das jetzt frei ist. Habe ich schon mal gesagt, wie wenig ich von diesem Plan überzeugt bin? Wie
Okay, Ludo, du machst erstmal nichts. Oh, das war eine gute Entscheidung. Oren bleibt eigentlich auch schon mal draußen. Wie war das noch? Wir müssen... Also irgendwas... Ich bleibe einfach mal hier an. Okay, genau. Wir müssen die Arme zerstören, damit wir die Mitte angreifen können. Na, er sagt schon. Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Genau. Und wenn das passiert, müssen wir dem Kopf schaden. I'll cast a spell at its head. Nein, machst du nicht. Okay, da stand jetzt immun, weil Waka hat ja immer noch eine Fähigkeit, die Blindeffekt hat. Aber wir müssen erstmal die Arme loswerden. Okay, verstanden. Konnte der oder war der jetzt dran? Ne, okay, anscheinend war er dran. Okay, jetzt nehmen wir mal die Lebenspunktverhältnisse. Mari ist doch gar keine schlechte Aufstellung für den Kampf. Den lassen wir mal drin. Einfach deswegen, weil der auch eine Brecherfähigkeit hat. So. Also nicht Brecher, sondern Durchschlag. Ravitas! Ravitas ist eklig, das macht immer prozentualen Schaden. Oh, nice. Tidus eigentlich den Kopf angreifen? Nee. Okay. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Gut, das heißt, wir brauchen Waka. Verdächtige Bewegung hat aufgehört. Nice. Dass du Waka jetzt auch mal hast. Einfach nur, damit wir ihn schneller wieder auswechseln können. Ich glaube, der lässt uns seine Arme neu wachsen, oder? Nein? Oh, das tat weh. Waka, du tauscht mal mit Yuna. Okay, Ekstase. Hast du eine interessante Ekstase? Ich wirf nicht, aber Sprung kann ja schon was bringen. Jupp, und du gibst mal bitte Luna auch hast. Das sind alle. Ach komm, da reicht B. Raus und Waka rein. Hau den Kopf. Und jetzt werden wir ganz gemütlich den Körper runterhauen. Naja, so gemütlich auch nicht, weil ich glaube, der lässt irgendwann die Arme nachwachsen. Da sind sie. Tidus, du gehst mal raus und Yuna geht rein. Und der erste Arm ist weg.
weg. Ich habe einen Plan, also es wird nicht, ich werde nicht auf diese Art besiegen, wie ich es jetzt mache. Ich habe also noch was mit dem vor. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Die Auflösung, wenn der Kopf die verdächtige Bewegung macht, wollen wir übrigens nicht erleben. Ich glaube, das war richtig schmerzhaft. Na, ich hab's ja gesagt, die Bosse sind nicht so schwer. Wobei wir gegen diesen gleich nochmal kämpfen werden müssen, wobei es vielleicht nicht mehr in dieser Folge ist. Aus der Mitte. Tidus wieder rein. Der sich dann ausnahmsweise mal heilt mit einem Item. Kluge Entscheidung. Die magischen Geräusche. Die betrifft ihn nicht. Sobald er runter auf 4000 ist, werden wir ihn rasieren. Das war so wichtig. Der haut ja so schon richtig genug. Schön. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Der Kopf macht jetzt gar nichts mehr. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, er lebt noch. Wie gesagt, wir müssen nachher nochmal gegen ihn kämpfen. Hübscher kleiner Bossfight. Mir hat das Spaß gemacht. Jetzt sehen wir da hinten nochmal. Oh, was. Ach ja. Richtig. Wir wollten ja jemanden anlocken. Hat geheißen. Die Stücke, die aus ihm rausfallen, sind lebendig. Achso, und dafür die Ritter. Ah ja, okay. Ja, ich verstehe den Plan. Ich zweifle aber immer noch dran. Look out! Wie sie da mit ihrer Puppe steht. So, was hat er jetzt vor? Oh. Ja. Das habe ich eigentlich kommen sehen. Also nicht genau das, aber sowas in der Art. Ich will mir so langsam einen Speicherpunkt ganz lieb, aber ich glaube, jetzt kommt direkt der zweite Bosskampf. Was ist der denn da?
Hält er das Ding fest? Ist das Chuck Norris oder was? Stand back, Lady Yuna. Yes. Okay, Runde 2. Jetzt nur noch mit 6000 Lebenspunkten und der Kopf hat auch weniger Lebenspunkte. Also es ist jetzt der einfachste Kampf. Und haben wir wieder volles Leben? Nee, haben wir nicht. Haben wir die volle Gruppe? Können wir auswechseln? Nope, wir können nicht auswechseln. Wir haben hier Seymour im Team, was ich für interessant... Ach so, vielleicht können wir nur den nicht auswechseln. Das kann natürlich sein. Und wir haben Zauber, die Lulu nicht hat. Und die machen Schaden. Können wir sie auswechseln? Ne, okay, wir können überhaupt nicht auswechseln. Na gut, dann steht ja der Plan. Das Vieh. Ah, okay. Aber macht nichts. Wir müssen ja einfach nur dem Vieh noch ein paar Lebenspunkte wegnehmen und dann wird Walfaris das überleben. Dafür haben wir ja den Trottel hier. Ach komm, das müsste jetzt schon reichen. Lebenspunkte. Das wird doch niemals ein Solaris. Hoffe ich. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Kriegen wir jetzt endlich Punkte? Yes. Seymour kriegt Level über Level. Ist Seymour jetzt ein Partymitglied? Das wäre cool. Zweiter Lulu. Brauche keine Lulu mehr. 6 Level 1 Sphäropässe. Meine Güte. The others. Okay, was ist das für ein Ding? Oh, okay. So eine dicke Knarre, ja? Scheint aber nicht zu reichen. Oder? Nein, oder ja, oder doch, oder nein? Knarre kaputt. Ihr habt noch so eine. Ich meine, das sieht jetzt schon nach einem ziemlichen Verlustgeschäft aus. Folge wird wieder lang. Es sei denn, ich kriege jetzt sofort einen Speicherpunkt, aber ich glaube nicht. Oh je. Oh shit. Thank you.
schauen. Doch, da wird ein Speicherpunkt auf der Karte angezeigt. Da will ich hin. Speicherpunkt. Speicherpunkt, ich hab dich so lieb. Komm. Ich glaube, da komme ich nicht hin, oder? Das sieht so aus, als könnte ich da nicht dran. Da ist irgendwie was im Weg. Na gut. Kein Speicherpunkt. Schade. Aber wohin dann? Hallo, dich kennen wir doch. What's going on? So. Hätten wir ihm nicht gesagt, dass er seinen Job machen soll, sondern hätten ihm gesagt, ja, du kannst ruhig an die Front gehen, dann hätten wir jetzt hier eine Leiche gefunden. Why? What? What's going on? Sin ist fertig. Sin geht nach Hause. Don't you run away from me! Everyone, stand back! I'll summon! Oh, you won't hurt it! Your powers are still too weak. But I must do something! You can't! Schwimmt der jetzt zu Sin hin? Das ist ja noch viel döver als alles andere, was an diesem Tag passiert ist. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Das sieht freakig aus. Merkt euch diesen Ort. Den werden wir sehr, sehr spät im Spiel nämlich nochmal wiedersehen. Geister. Sind das die Leute, die Sin tot gemacht hat? Oh, da ist... Welcher ist es? Luse oder Gatter? Ich verwechsel die immer. Oh, das kleine Kind. Das ist kein Geist. Nein? Das nein. Blitzball! Ich hab doch gesagt, das war's mit Blitzball. Oh, Flashback Time. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can't. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Zypern-Skin ist aber auch eine schöne Beleidigung. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Was war das denn gerade für ein Text? Ich glaube, da war eine Textbox kaputt.
How many died today? People die, and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Ja. Ich will nicht sagen, ich hab's ja gleich gesagt. Doch will ich. Ich hab's ja gleich gesagt. Sin angeln ist keine gute Idee. Ja, und mit diesem schmerzlichen Gedanken wollen wir die Folge für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr sonst so alles für mich macht. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Okay, nächstes Mal weiter mit was auch immer nach diesem Trümmerhaufen noch passiert. Ciao, ciao.